Wir können allerdings zur Oma gehen, das wäre eine Idee. Die arbeiten heute eh nichts. Die ist. Okay, was soll es denn sonst sein? Klamotten brauchen wir jetzt nicht kaufen. Würde ich zwar auch gerne mitnehmen, aber ne, muss jetzt auch nicht. Wichtig ist halt, dass wir das Feld, dass wir jetzt die Hake haben, weil nicht, dass wir das Feld vor der Hake haben. Wir können sie immer noch bei Random kaufen. Shit. Was hier gegen sind? Ja, können wir das auch mit da machen? Shit, wir haben keine mehr. Ich sag zurückkaufen von dem. Wahrscheinlich so für teuer Geld, ne? Fuck. Ist auch schade, dass wir nicht selbst herkommen können und können, sag mal's, in der Ausgrabungsstelle selbst arbeiten. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ist der Doc eigentlich da? Yep. Ah. Oh, hallo, nimm die Beine in die Hand und ab nach Hause, du alter Nullbekrampf. Hä? Oh, wie soll ich mich bei so vielen Leuten auf meine Ex-Freunde konzentrieren? Rampf. Ja, wenn das mal nicht der junge Hüpfer ist, hast du. Du bist schon ganz spaßig hier, was? Okay. Geh mal angeln. Entdecken können wir eh nicht viel. Finde ich ein bisschen schade. Das war aber Stardew Valley pervers, Leute. Ich sag's euch. So, raus mit. Ja, bra, bra, bra. Das könnte ein Brocken sein, du. Etwas. Hätte echt was. Naja, das denkt ihr? Langsam bin ich Hunger aus dem Ding, was ich vorhin. Achso, die Pizza habe ich vorhin gesagt, ja, stimmt. Ja, komm, beiß, beiß, weiter. Ja, nimm mal dann den Mund. Nein, der stinkt. Der muss stinken. Gott, wer das noch kennt. Ah, für, was für eine Scheiße. Eine große rote Meerbrase. 103, geil. Ja, okay. Hast Hunger, dann tun wir was essen. Five Nine. Und rein mit. Der macht gleich zu, ich weiß es. Ich find's halt scheiße, wie gesagt. Das ist eine Mine, einfach selber herkommen, rumbuddeln und so weiter. Das war halt nice. Dass wir jetzt sind hier Fighter wie in Stardew Valley gegen Monster und so. Ist ja okay, wäre in Ordnung, aber eine Mine selbst arbeiten, das ist eine Aufgabenstelle. Wäre halt geil. Stachelmakrele, ja, okay, passt. Ey, mit Pfeifen im Pferd jetzt mal so das Trommelfell weg. Wir können aber noch kurz überall ablaufen, ob wir noch irgendwelche Wildkräuter finden. Und ja, ich habe vergessen nachzuschauen, wie die anpflanzen können, weil das wäre halt Porno. Das war halt richtig geil, aber ich glaub's nicht. Ah, hier ist nix. Da oben ist auch nix. Ja, okay, ein Rezept könnte man noch abgrasen. Hab doch nicht Unrecht. Ich hätte gerne da oben nochmal eine Brücke, das nervt so. Das ist jetzt mal voll den Umweg laufen. Hier. Hey! Ja, könnt ihr. So, dann gehen wir hoch. So, am Ende ist eh keiner von denen da. Eine einreißende Blume. Magst du ja die? Wie sieht's mit der aus? Und der? So. Mag nur bestimmt die Blümchen. Gut. Jetzt suchen wir Spike wieder. Du kriegst aber nur die. Hallo? So, das war eine, oder was? Ja, das war aber klar. Mann.
So, wir kommen, Herbert. Da ist niemand. Es schneit? Mal kurz gucken, ob wir hier Material abgrasen können. Okay. Im Herbst? Gut. Von mir aus. Wir müssen zurück. Wir haben einen Kalb nämlich draußen. Das ist scheiße. Fuck, Alter. Wenn ich jetzt aber nicht gerechnet. Kinder, rein mit euch. Sieht's mit der Molkabteilung aus? Die braucht noch. Ja, mit den Hühnchen ins Zeit gucken. Na, heb auf. Ach, halt die Schnauze. Nimm's doch bitte, danke. Bei dir noch. So. Kann man das dann trotzdem reinlegen? Bald werden keine weiteren Tiere mehr hier in den Flügelstall passen. Achso, das Spiel hat mich gedacht. Gut. Natürlich jetzt voll der Heckfäser, ne? Kiwi! Müssen wir auch noch züchten. Eins. Zack. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch nicht. Kiwi! Wir sind noch zu Winnie. Mein Freund, Schlüssel. Ah, das macht er nur tagsüber. So, so. Hat Öffnungszeiten, also so nach dem Motto. Tun wir mal rüber. Brauchen wir jetzt eh gerade nicht. Melonsame passt. Es wächst. Da haben wir genügend. Ach, ich wollte eigentlich mal ein Spezialfutter geben, ne? Willst du auch noch was essen? Wie sieht's bei euch aus? Nein, sind soweit. Gut, und raus mit damit. Sehr schön. Du könntest auch mal wachsen langsam. Ah, Kenas, sag's euch. Kevin! Gut. Dann kann das rein, das kann rein. Jetzt habe ich die Produktionsstätte hier. Dürfte morgen früh fertig sein, sehr gut. Hühner haben wir gecheckt. Leider keine goldenen Eier. Baki? Okay. Ja, Papa, krieg noch einen hoch und du? Papa, hallo. Hochwerfen. Hui. Achso, warte mal. Doch, das war richtig, was ich da an. Wir gehen raus. Und dann guckst du jetzt mal das hier an. Essen, genau. Ja, richtig erkannt. Und hier auch noch. Schöne glühende Blätter, genau. Und jetzt gehen wir rein, weil es schneit. Wobei schnell ganz geil ist. Und guck dir die Katze an. Guck. Die ist auch glücklich. Wo ist Barky? Nee, das ist Kevi. Perfekt. Dann guck, das ist an Produktionsstelle. Gehen. Ja, ist langweilig, ich weiß. Aber so ist es halt. Und das ist Mama. Na Gott, halt. Hallo, Bucky. Ich bin Papa heute mit dir. Fetch jetzt, Banner. Hey! Absetzen. Hoch. Okay, von mir aus. Und dann? Ist ziemlich spät, Bucky. Gehen wir ins Bett, okay? Nein, nein, nein. Bin ich müde. Blöde Sau. Geh weg. Rassismus! Das genügt jetzt. Geh nun bitte schnell ins Bett. Sonst wirst du nicht so groß und stark werden wie Papa. Papa stark? Schlafenszeit!
Sehr gut, und uns sehr gute Nacht, ja? Fick dich! Gute Nacht, die Nachbar! Also richtig geht's ab, das geht. Das wär's. Warte mal, wenn wir schon dabei sind, können wir ein Foto machen, ne? Sagen wir den kleinen Halt, hier rüber, ein bisschen rauszoomen. Hä, bist du dumm? Kann ich mal aufhören, mich zu boxen? Genau, mit Schnee im Hintergrund, das ist perfekt. So. Ja, speichern. Mit seiner Peppers auf dem Kopf da. Ah, ist ja schon für ein paar Tage, okay. So. Wunderbar. Nein, warte. Haben wir alles rausgehauen? Können wir kurz den Meter aufräumen? Ich hätte aber auch gerne noch ein paar Äpfel drin. Auch das Ei brauchen wir nicht. Und da haben wir die Hälfte kurz raus. So. Wunderbar. Dann können wir kurz zwischengehen. Wie gesagt, Automodus muss ja sein. Genau. Und gute Nacht. Baki Hanma, Sohn aus der Unterwelt. Sohn eines Ogers. Hey! Pui! Was ist... Och, nee, ich muss arbeiten. Mach einen Abflug. Achso, wartet mal. Jetzt können wir kurz was gucken. Zutaten wählen. Das läuft unter Suppen, meine ich. Rezept meine ich. Suppen. Eintopf. Nee, da war Salate, echt. Eingelegtes Gemüse. Was brauchen wir da? Steckkarotte, Steckmate. Das heißt, eine Tomate mit einer Kartoffel gekreuzt. Sollen wir draußen kurz gucken? Ah, cool, das sind. Boah, Esstomate, geil. Infos: Winter bis Frühling wachsen die Kartoffeln. Sehr gut. Dann müssen wir schon was mal anpflanzen. Nee, die dürften aber auch bald soweit sein. Und das Wasser schon wieder leer. Oh Mann. Da bin ich eigentlich irgendwie dumm. So, was meine Reihenfolge haben, der ordentliche. Ach, Kind. So. Oh, die sind fertig, sehr gut. Lohnt sich noch, die Süßkartoffeln anzupflanzen. Praktisch. Dann sind wir am 9.-10. spätestens fertig. Das ist gut. So. Bup. Nur ein Süßkartoffelsamen? Schlecht. Müssen wir kurz noch kaufen dann. Nicht mehr Wasser raushauen, wie sein muss. Dinger. Meine Fresse, Junge. Ach, jetzt hör doch auf, du Schimpanse. Alter. Softverpack, du. Ja, richtig so. Mann. Okay, ich dachte, wir waren schon fertig. War kurz irritiert. Können wir die da vielleicht einpflanzen? Ja, Sekunde, Alf, ist noch gleich gekocht. War doch einfach. Warte. Herbst bis Frühling, perfekt.
Ding. Und kurz Wasser drüber. So. Und dann müssen wir jetzt noch geschwind zu unseren Tierlis rein. Ich will mal das Viehfutter Plus verballern. Bis gleich, wenn wir schon gekauft haben. Können sie ja mal kriegen, aber nein, ne? Aus doch einfach, nein, Gottes Willen. Gut, Bürsten. Yep. Einfach mal schnell durchgehen kurz. Gar nicht mehr zum Schach. Oh, bessere Mädchen kommt, sehr schön. Kann man mal reden miteinander, Frederick? Ach, das ist ein Span! Ach so, stimmt. War schlechtere Mädchen noch mal, aber schwächst zu maximal geworden, die Kuh. Gebüsselt haben wir dich, T-Bone. So, komm, mach. Ich komme mal kurz den 6-Stunden-Report an. KW! Katze ist tot, gestorben gerade. Was geht? Glänzendes Fell, glänzendes Fell, glänzendes Fell, glücklich, hat ziemlich gute Laune, schnurrt, sehr schön. Ja, wird langsam, braucht halt Zeit. Da. Das eine befruchtete Ei behalten wir noch. Machen wir mal 15 raus, so. Die dürften jetzt fertig sein, alle. Ah, die sind's aus, sehr schön. Gut. Weg mit Pferd holen und kurz Samen kaufen. Süßkartoffelsamen müssen doch schon mal sein. Da läuft der andere schon wieder weg, weil er trainieren geht. Das der gute Kerl. Oh, Matthew, Alter. Echt. Bodendepressives Kind, Alter. Mach die doch einfach an die andere ran. Chinchilla oder wie es ja heißt. Ja, möchte ich. Das ist mir gerade egal, was du labert. Ah, 16, 4, 3, 6, 16, ja, genau. Jop. Falls morgen auch noch was fertig ist, aber dann gleich weiter. Jop, was? Ja, jetzt. Alter, lad mir doch einfach von, lass mir gehen. Dass wir da nicht alles rausholen können. Ist mir persönlich sehr, 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 sehr wichtig. Da lang ist kürzer. So, wenn wir schon im Ding drin sind. Gießen. Süßkartoffel braucht noch. Ja. Achso, ich wollte den 6-Stunden-Report noch angucken, wie es aussieht. Kaiwi! Ja, richtig, ich hab schon wieder vergessen. Wir gucken mal, ob die. Geh mal weg, bitte, danke. Komm schon schnell ins Haus rein. Ich glaub's zwar nicht, aber ja. Lockenkraut, mal eins. Ja, ich glaube, dass wir uns anpflanzen können. Oder Samen draus produzieren können. Aber wir gucken mal. Wenn Sie sagen, wir haben geschaut danach. Nö, kann man echt nicht. Okay, gut. Thema erledigt schon. Schade.
Hätte ja sein können. Vielleicht gibt es irgendwann noch ein Upgrade für den. Vielleicht bringt es auch noch ein DLC raus. So, dann kann der Scheiß weg. Wo mache ich das in den Kühlschrank? Tauschen. Oh, Traubensamen, warte mal. Komm mal gerade. Hi, Bucky. Ich muss einfach verkaufen. Ja, 10 mehr, aber das lohnt sich gerade mal für uns. Brauchen wir selber. Und Karotten wachsen nochmal. Wann? Von Herbst bis Winter. Das heißt, die sind eigentlich im Winter dran dann. Gut, dann haben wir das da. Die dürften jetzt auch noch irgendwann fertig sein. Nächsten 1-2 Tage, genau wie die. Wenn die morgen fertig sind, haben wir noch mal Süßkartoffeln rein. Dann passt das. Wo lohnt sich's? Ja. Wechsel halt nicht gleichmäßig. Wechsel mal ein bisschen random, das Sag. So. Das sieht's gut aus. Jetzt duschen gehen. Das Knuspern. Knuspern ist auch eine gute Alpha. Muss ich auch langsam Hunger. So fast wieder Mittag. Erstmal duschen. Oh, ist erschöpft. Hab ich kleines Bubbele. Ja, wenn man da wirklich Progress machen will und es zack, zack, zack geht, dass die Kohle fließt, dann muss da echt. Muss echt taktisch vorgehen. Die großen Felder sind halt. Es kostet zwar echt nochmal Kohle, aber wird sich definitiv lohnen. Salate, Marinade, nee. Kobosalat, Eierfisch. Was will Tomate überhaupt noch? Ja, haben wir vorhin raus. Kommt jetzt eh Nachschub. Jupp. So, es macht den Wohler gehen. Passt. Baki liebt uns noch nicht ganz, Takakura wahrscheinlich friendly, Vesta läuft, Rocklu. Stimmt, wir könnten eigentlich noch kurz in die Mine gehen. Puyichin ist verliebt, bringt uns aber gerade so nichts. Ja, Katze braucht halt. Sind Katzen halt. Ja, yep, sehr schön. Freut mir. Mine, wir brauchen Geschenke für Ramoni. Boni. Ich weiß nicht, wie lange die alte noch lebt. Von Nina Sascha. Ja. Ist mir egal, wie es Herbert geht, Mann. Wir müssen arbeiten. Der ist eh immer mürrisch. Scheiß drauf. Können wir ja nicht mehr helfen. Sogar nachdem wir von Nina das Rezept nachgekocht haben. Nee, will ich nicht. Naja, muss ja wissen. Uiuiuiuiui, was liegt denn da rum? Was sieht denn nach einer Münze aus? Ja, habe ich, glaube schon, wenn ich hier bin. Ja, ist eine Münze. Ist dunkelgrau. Heilige Münze! Weil da lohnt sich halt eher dann. Siehst du, okay, ist was da. Kann man rausbuddeln. Achso, ja, müssen wir ja machen, sorry. Ja, da kommt aber dann Gegenstand raus, ist dunkelrot. Wollte aber ein Kristall haben. Ja, das bringt uns leider nichts. Sauber dunkelrot. Ach, Menno. Wieder ein Kristall. Ich brauche den für Omi. Ich hätte die anderen Teuren doch nie verkaufen sollen.
Altes Fossil, okay, das ist jetzt aber interessant. Wir wurden leider ganz auf eine Stelle. Wir wissen ja, alles andere bringt nichts. Und wir haben ja was. Ah, schon wieder ein Gegenstand. Das scheint eher hellrot zu sein, oder täuscht es? Aufnahme nachher nochmal checken. Komm, ein Kristall muss gehen. Wir müssen Love werden mit der Granny. Sonst wird das nix. Und 60.000 ist der nächste Schritt. Böser Mauszeiger, kusch dich. Ich habe die Maus nicht berührt oder bewegt. Dankeschön. Mogele, Borsai, Mogele. Ah, jetzt. Was Goldenes? Ah, da kommt mal. Da kommt wieder eine Dings raus. Goldene Gabel, was das mal war, ne? Babs. Goldener Kamm. Geil. Gucken wir jetzt da weiter. Wenn ich nur einen Kristall haben, mehr nicht. Uiuiuiui, goldene Büste, du. Da büstest du dir aber ein. Ist eine Münze. Obwohl es nicht aussieht, müsste es eine Münze sein. Oh, ein Fossil, okay. Also ist es dunkelgrau, wenn ne. Okay. Ich verpiss dich. Mann, ich wollte noch anflirten. Ja, die ist abgehauen. Da müssen wir da draußen was schenken halt. Nein, ist halt so. Ameno! Wieder ein Kristall, Alter. Das kann ein Wahr sein. Noch ein Fossil. Sag mal, was ist denn heute los? Dann findet man nichts und jetzt gleich drei Stück. Komm schon, Kristall für Daddy. Daddy braucht ein paar neue Schuhe. Ach. Oder ein Gegenstand. Gut, wird halt nichts mehr. Geh mal. Ja, bin ich. Ja, fertig mit der Nerven, weil ich das gefunden habe, was ich gesucht habe. So, mal gucken, was er sagt. Oh, ein weiterer produktiver Grabungstag, hoffe ich. Erlaube mir einen Blick auf deine Fundstücke zu werfen. Nein, das sind meine. Verpiss dich. Doch nicht? Wir stehen ja nicht von archäologischer Bedeutung. Geil, Alter, der hat's verstanden. Sachen im Schwarzmarkt für Ticker. Lass mir mal ansehen. Ja, ja, schauen wir mal, was drin steht. Ich habe dir ein neues Tier vorbeigebracht. Du findest es im Geflügelstall, Takakura. Ach so. Oh, die haben nichts mehr. Wie heißt die Henne? Hunilda. Die ist mir spontan eingefallen. Ich weiß, ich bin da echt kreativ. Mega. Machen wir kurz Pferd her. So, die haben wir erledigt. Die haben nichts mehr zum Futtern. Das hier ist nicht gut. Dann kippt die Stimmung hier drin. Schon mal Zeit, dass man die Eier wenigstens abgrase. Für ein goldenes Ei gibt es ja mal 500. Ist auch was. Nix da. Verpiss dich von dem Ei! Mann! Du hebst Ei auf. Das ist die Hitbox manchmal. So. Du hast mal auf, männliche Hühner zu produzieren. Das ist ja widerlich. Platzieren. Ja, ich habe vorhin gefettfingert. Selber schuld. So. Dann können wir noch ein paar verkaufen.
Samen. Süßkartoffeln. Ich will es aber trotzdem nochmal drüber gießen, ne? Ich weiß aber, was wird. Da drüben sind sie auch fertig. Nice. Gibt eine gute Ernte. Als Güteklasse A ist. Ich habe nur noch 5? Herbst bis Winter. Muss morgen welche kaufen eigentlich? Alter, komm! Ach, weißt du was, dann pflanzen wir Karotte an. Brauchen wir auch noch, so ist es auch nicht. Dünger! Dünger! So, einfach nur um mal sicher zu gehen. Gut, Herbert pennt. Ach, die sind alle drin gerade, okay. Kann weg. Kann weg. Nicht alle. 15. So. Ah, da werden schon welche produziert, sehr schön. Yep. Kurz alle raus, alle rein, Hühner gucken, uiuiui, restlicher Stress. Aber das machen wir noch geschwind. Das ist eine längere Folge, kann auch froh sein. Ab und zurück. Aber Schafe lohnen sich halt echt nicht so hart. Wenn die öfters Wolle kriegen würden, wäre das ja was. 5. So, hallo, rein mit. Ein mit. Bürsti. Achso, brauchen wir gar nicht. Hab ich ja schon abgehakt. Was? T-Bone ist noch nicht so weit. Okay. Wundert mich jetzt aber. Schön. Es ist er. Mann, was für ein Scam. Falsche Kuh gefangen. Könntest du auch mal aufwachen, dass ich noch mit dir reden kann? Dann halt nicht. Selber schuld. Komm kurz hier nach. Aber ich hab schon abgrast, gell? Oder hab ich noch was nachgelegt? Weiß mal bei euch, nee. Nee. Scheint zu passen, alles gut. Komm ich auch noch kurz hoch, wenn du bist glücklich. Perfekt. Gut. Was gibt's hier? Gold ist wert. In den Ruinen 22 goldene Artefakte entdeckt. 34. Alkornblume. 4000. Nice. Noch 32 und dann haben wir unser Sach zusammen. Weg. Sag kurz ablegen noch, dass wir ein bisschen was sortiert haben hier. Perfekto. Gut, dann gehen wir Haare Bubu machen, warten bis zum nächsten Tag und dann bitte danke schon mal fürs Zusehen, mit dabei sein, liken, teilen, kommentieren, abonnieren vergessen. Morgen ist das Fest, es ist um wie viel Uhr? Von 10 bis 17, das passt. Können wir zum Kochtopf mitbringen, ah, da haben wir ein bisschen was im Kühlschrank. Kühlschrank, muss ich noch was reintun? Nee, das behalte ich noch. Gut. Oh, meine Güte, geht er weg.
Wettermorgen ist gut. Perfekt. Gut. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Story Seasons of Wonderful Life. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.